Es wird Zeit. Es wird Zeit, dass wir der Welt zeigen, wer wir sind. Das Brot wird unsers sein. Jawohl, meine Freunde. Herzlich willkommen bei Starch Wars. Weißbrot gegen Knäckebrot. Der ewige Kampf. Episode 4. Oder 5. Ich weiß es nicht. Den Text könnt ihr gerne selber lesen. Aber wir werden diesen Kampf gewinnen müssen, Freunde. Und ihr könnt dabei sein. Gemeinsam mit mir werden wir die Galaxis befreien. Ich freue mich auf darauf. Auf darauf, jawohl. Da seht ihr schon. Der Krieg herrscht in der Galaxis der Bäcker. Die Brote kämpfen miteinander. Es ist viel weniger ein Frieden. Es ist mehr ein Kampf. Das Bügelbrett kämpft gegen das Baguette. Was? Was ist nur aus dieser Welt geworden? Aus dieser Galaxie? Es ist, oh nein! Was passiert hier? Da müssen wir zur Hilfe kommen. Das Weißbrot! Lord Knäckebrot ist auf der anderen Seite und wir müssen helfen. Herzlich willkommen zurück bei I Am Bread oder Starch Wars. Kommt schon. Wow. Ist ein bisschen langsam verfliegen. Wow. Was geht mit denen? Oh, Alter. Immer mit der Ruhe. Konzentration muss aufrechterhalten werden. Komm schon. Wie schaffen wir das? Wir müssen Konzentration wahren, Freunde. Yes, Nummer 1. Das Brot wird unsers sein. Oh, müssen ausweichen. Müssen wieder hin. Ja, das war ein kurzer Siegzug. Das habt ihr nicht gesehen. Wir werden das nochmal probieren. Macht einfach die Augen zu und tut so, als hättet ihr das niemals gesehen, ja? So ist gut. So ist gut. Fein. Jetzt muss es nur noch laden. Bei epischer Musik. Zack. Weiter geht's. Also, Boost ist hier unten. Roll. Das ist Break. Alles klar. Okay, Freunde. Wir müssen aufpassen. Wir müssen die einfach nur einmal treffen und dann haben wir es geschafft. Zack. Nummer 1. Zack. Jawohl. Schön die Breaks beieinander halten. Das ist super. Wo sind die bösen Knäckebrote? Die dunkle Seite der Knäckebrote hat wieder mal die Galaxie erobert. Und an uns ist es jetzt, diesen Krieg zu gewinnen. Lord Weißwalker wird diesen Krieg entscheiden. Ich hoffe doch. Zack. Nein! Verzieht euch! Ich werde diesen Kampf nicht aus den Händen geben! Niemals! Wow. Wir müssen aufpassen. Immer mit der Ruhe. Wir müssen davonkommen. So. Neu anfliegen. Wo sind die? Ich werde zur Hilfe kommen. In dieser Galaxie zeigen, wo es lang geht. Es wird Zeit, dass mal wieder Frieden herrscht. Zack. Zack. Das sieht doch gut aus. Zack. Aus dem Weg, aus dem Weg. Ängstliches Weißbrot unterwegs. Gefällt mir. Gefällt mir mega. Ohne Witz, dieser Spielmodus wurde ja am 4. Mai, da war ja dieser Tag von Star Wars, wurde das, glaube ich, rausgebracht. Es gab auch so eine kleine Notiz am Kühlschrank, die hing da. Hat man, glaube ich, in der letzten Folge einmal kurz gesehen. Und ich finde es cool, auch was die Entwickler hier alles reinballern. Ich finde es cool. Also das Spiel I Am Bread ist echt ein Megaspiel für zwischendurch, wenn man einfach mal Scheiße bauen will oder sich einfach mal sinnlos toasten lassen will oder einfach mal gegen Knäckebrote in der Galaxie kämpfen möchte. Ist sehr abwechslungsreich. Das Spiel hat auf jeden Fall was zu bieten. Komm schon, Jungs. Ich finde es ein bisschen schade, dass wir ein bisschen alleine kämpfen, ne? Na komm, da kommt das nächste Knäckebrot auf uns zu. Aber wir dürfen nicht so lange ans Schiff ran, das ist nicht so gut. Das habe ich jetzt schon gemerkt. Aber wir müssen ja das Schiff irgendwann mal angreifen. Einfach mal sinnlos da in die Menge ballern.
Vielleicht treffen wir ja was. Zack, Nummer 1. Und wieder aus der Deckung. Wow! Sind wir ernst, Freunde? Haltet euch fest. Haltet euch fest an der Kruste. Uiuiui. Was für ein spannender Film. Oh Mann. Das ist einfach so durch. Aber solche Spiele muss man ja auch mal spielen. Wie zum Beispiel Plug and Play, was natürlich das Maß aller Dinge ist, was in Sachen durch. Also, das ist auf jeden Fall das bekloppteste Spiel, was ich bisher gespielt habe. Ohne Witz. Kann man die Felsen dann auch zerstören? Ja, anscheinend nicht. Was haben wir? Upsala. Oh, jetzt habe ich hier Schluck auf, oder was? Das kommt, glaube ich, nicht so gut in der Galaxis, während man einen Spacefight hat. Aber gut. Wir müssen daran bleiben. Und das nächste. Knäckebrot. Es wird ernst, Freunde. Es wird ernst. Oh. Oh nein, fuck. Fuck. Fuck, wir hätten es fast geschafft. Fast hätten wir es geschafft. Okay, wir probieren es nochmal. Komm schon. Vielleicht können wir ja mal ein bisschen die Rush-Taktik benutzen. Einfach mal durchfliegen und einfach mal gucken, wo es lang geht. Einfach mal schauen, wie wir da durchkommen. Wir müssen auf jeden Fall das Boot, das Ding zerstören. Vielleicht mal von hinten anfliegen. Was kommt denn da an? Nächster, meine Freunde. Braucht ihr euch gar nicht anschleichen. Vielleicht mal den Antrieb. Können wir den Antrieb vielleicht mal zerstören? Komm schon. Können wir den zerstören? Ich glaube nicht. Komm schon. Komm schon! Boah. Das erste Geschütz ist Schrott. Ja, wir können die Geschütze zerstören. Nice, nice, nice. Jetzt müssen wir nur noch mal abhauen hier. Das ist so bescheuert. Aber es macht Laune. Es macht mega Laune. Ja! Boah, Alter. Das hat mich überrascht. Upsala. Komm schon, Mann. Oh, fliegen mal enge Kurven. Vielleicht können wir den Herrschaften da mal eben kurz abhängen. Aber wir können mal einen neuen Angriff starten. Ganz langsam, wir schleichen uns voran. Komm schon, komm schon, komm schon. Und dann verziehen wir uns wieder. Dann verziehen wir. Jawohl, wir haben es. Das zweite Geschütz. Aus dem Weg. Kleines Toastbrot. Heiß und fertig. Mit Laserpistolen. Okay. Upsala. Oh, jetzt habe ich ein Foto gemacht. Da kann man ja auch mal machen für das Fotoalbum, ne? Für die Erinnerung. Kann man alles gerne mal machen. So, nächster Anflug. Komm schon. Die Butter wird auf unserer Seite sein am Ende des Tages. Ich spüre das. Ich spüre das. Jawohl. Das dritte Geschütz. Sehr gut. Und den neuen Anflug. Können wir die... Oh, da kommt ein Bagel angeflogen. Scheiße. Immer in Deckung bleiben. Immer schnell verziehen. Im Moment sieht das gut aus mit dem Leben. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Jo. Und neuer Anflug. Immer mit Geduld. Zack. Oh, 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 wir haben zwei Geschütze auf einmal zerstört. Sehr nice. Boah, Alter, was geht hier ab? Scheiße, Mann. Aber gut, wir sind bisher gut davon gekommen. Wow, wie geil. Man kann die sogar zerstören. Nice, ey. Vielleicht können wir da mal ein paar kleine Stückchen von machen. Na komm. Yeah. Yeah, sehr gut. Warte, vielleicht mal von der anderen Seite anfliegen. Und... Sehr gut. Spannung steigt, Freunde.
Konzentration. Und den Schuss setzen. Ja. Nochmal. Jawoll. Wieder zwei Geschütze getroffen. Sehr geil. Oh, 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 oh. Boah. Da kommt ja sogar richtiger Action-Party rein. Was ist denn hier los, ey? Also hier kann man wirklich mal mitfiebern, ohne Witz. Jetzt mal von oben versuchen anzufliegen, weil da waren auch Geschütze. Da brauchen wir vielleicht ein bisschen mehr Anlauf. Aber wir können es probieren. Noch halten wir uns tapfer. Okay. Wir werden das Ding jetzt langsam anfliegen. Und dann werden wir oben die Geschütze unter Feuer nehmen. Und werden dann hoffentlich das Bügelbrett irgendwann mal zerstören. Weil das Baguette hält, glaube ich, nicht mehr allzu lange durch. Und während ich diese Worte hier rausbringe, frage ich mich, was ich hier eigentlich laber. Ja! Jawohl! Yes! Komm schon! Den Ball! Komm schon! Yes! Nummer 1! Und wieder in Deckung! Wow, 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 wow! Wow! Alter! Wir schlagen uns super, Jungs und Mädels! Wir packen das schon. Wir haben erst die Hälfte am Leben verloren. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Yes! Und wie machen wir jetzt das? Oh, 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 fuck, 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 fuck. Wow. Alter Schwede. Alter Schwede. Ich frage mich auch, ob die Raumschiffe nochmal neu spawnen immer oder ob man die abschießen kann. Also ob die dann auch wegbleiben. Da ist noch eine Kiste. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon, komm schon, geh Schrott. Yes. Da müsste eigentlich auf der anderen Seite auch noch eine Kiste, so ein Ball sein, oder? Ich weiß es nicht. Wir haben nur noch eine Minute Zeit. Eine Minute noch, Jungs und Mädels. Nee, da ist keine Kiste mehr. Was können wir denn jetzt nochmal schrotten? Wir haben das... Nein! Nein! Wir hatten den Schutzschild weg. Oh. Wir hatten den Schutzschild fast geschafft. Kacke. Kacke. Komm, einmal noch, einmal noch. Wow, 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 wow. 7%. Fuck, 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 fuck. Fuck, 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 fuck. Wow. Wow, 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 wow. Immer mit der Ruhe, Kevin. Immer mit der Ruhe. Boah, 3%. Alter. Alter. Wir wollen es aber wissen, ne? Nein! Scheiße! Scheiße! Okay, einmal noch, einmal noch! Okay, drei Geschütze. Wir müssen uns echt langsam daran tasten, ey. Das ist echt richtig schwierig. Ich meine, guck mal unser Baguette-Schiff an und jetzt das Bügelbrett-Schiff, ey. Das ist so übertrieben groß. Aber gut. So schnell gehen wir nicht auf. Zack! Nummer 2 oder 3 oder 4, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir schon einiges geschafft jetzt. Versuchen mal unter das Boot, unter das Bügelbrett zu kommen, weil da ist der Ball für das Schild vom Cockpit. Auf jeden Fall müssen wir den Knaben hier wegholen, glaube ich. Zack, jawohl. Wir schaffen das, Jung. Wir schaffen das noch, wir schaffen das noch, wir schaffen das noch. Immer mit der Ruhe. Da unten sind auch Geschütze. Na komm. Na komm. Komm. So, jetzt müssen wir abhauen. Jetzt müssen wir abhauen. Wow, 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 wow. Aus dem Weg, Felsen. Boah. Okay.
4 Minuten haben wir noch. Zack. Zack, jawoll. Sieht doch gar nicht mal so schwer aus oder so schlecht. Komm schon, das Cockpit. Boah, Hilfe! Wir müssen da einfach irgendwie hin. Wir müssen da hin. Oh. Kann man irgendwie nach hinten gucken? Nee, kann man leider nicht. Komm schon, Mann. Wir sind so nah dran. Wir müssen die Bälle kaputt kriegen. Dabei bleibt es leider. Glaube ich. 42%. Puh. Komm schon. Komm schon. Für die Weißbrote in dieser Galaxie. So. Uiuiui, ist das knapp. Alter. Wow, 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 wow. Puh. Spannung steigt. Werden die Weißbrote siegreich sein? Das sehen sie nach einer kurzen Pause. Na Gott. Wow, 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 jetzt bloß nicht zu viel Leben verlieren hier, Freunde. Bloß nicht zu viel auf dem Spiel setzen jetzt. Volle Pulle! Komm, 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 komm. Sehr gut. 10%, alter Schwede, Mann. Alter Verwalter. Komm schon, geh drauf! Jetzt sag nicht, wir müssen da reinfliegen. Okay, die letzte Kugel. Die letzte Kugel. Komm schon. Also ich lach. Wenn wir da wirklich reinfliegen müssen, dann müssen wir das jetzt schaffen. Komm schon! Wenn wir da nicht reinfliegen müssen und ich explodiere jetzt, dann kann ich dann leider auch nicht mehr helfen. Wir müssen da rein! Ja! Ja, Mann! Die Weißbrote haben... Oh mein Gott! Er hat sich doch noch bewährt! Da kann man sich einfach nur verneigen. Ohne Scheiß. Sehr, sehr gut. Yes, Mann! Die Galaxie gehört wieder den Weißbroten. Wir haben die Knäckebrote in die Enge getrieben und sie einfach zerstört. So wie es sein muss. Das Bügelbrett ist explodiert und das Baguette hat überlebt. Scheißegal, wie doof das einfach klingt, es ist super, dass wir das geschafft haben. Und ich freue mich, dass ihr dabei wart bei Iron Bread. Wir sehen uns vielleicht in der nächsten Folge, falls ihr wollt. Bis zum nächsten Mal und bis dann. Ciao, Freunde. Habt einen schönen Abend und denkt dran, möge das Weißbrot mit euch sein. Tschüss.